So, moin moin ihr Lieben, 20. Dezember 2023, Hinrunde, letzter Spieltag, letzte Hälfte des letzten Spieltags, also 16. Spieltag, dann Winterpause und natürlich sind wir alle jetzt in Vorbereitung auf die Wintertransfers, wir natürlich vom Kicker-Manager, ich glaube hier eröffnet das Transferfenster am morgigen Donnerstag und natürlich auch in der Bundesliga, hier öffnet das Transferfenster am 1. Januar 2024, es schließt am 1. Februar 2024. Genau um 18 Uhr, also Deadline Day, 1. Februar 2024, 18 Uhr und jetzt in den News und dann weiter jeden Tag die heißesten Transfergerüchte der Bundesligisten, Zugänge, aber auch Abgänge. Natürlich alles mit maximaler Relevanz für uns, für unser Managerspiel und ich möchte direkt mal einsteigen mit RB Leipzig und einem Transfergerücht, dem ich 85% Wahrscheinlichkeit gibt. Warum so hoch? Einzig und allein, weil Fabrizio Romano schon darüber berichtet hat und er einfach eine unfassbare Quote hat, was die Vorhersage von Transfers betrifft. Und zwar geht es um Elif Elmas von SSC Neapel in Italien. Warum gebe ich ihm so hohe Prozenten? Weil Fabrizio Romano darüber berichtet. Warum bin ich nicht bei 100%? Weil ich finde, dass der Spieler nicht zu 100% passt. Marco Rose sucht eigentlich einen Tempo-Trippler, irgendwie einen Spieler, der so als Pendant zu Xavi vielleicht dienen könnte. Vielleicht, der sich schon ein bisschen reinspielt in das Team. Sollte Xavi, und davon gehen wir alle aus, am Ende der Saison wieder weg sein. Von dem her würde ich sagen, Elif Elmas passt nicht zu 100% dazu. Ist eher ein zentraler Mittelfeldspieler, vielleicht auch ein offensiver Mittelfeldspieler, aber kein Tempospieler in dem Sinne. Ich würde ihn am ehesten noch vergleichen mit Joboschlei von der Spielweise her und dann so meine Idee, okay, vielleicht macht das Ganze Sinn, wenn wir uns die Kaderbreite anschauen, weil da kann er durchaus Sinn machen. Er kann einen Olmo ersetzen, solange dieser noch verletzt ist oder wenn er angeschlagen ist, was ja bei Dani Olmo immer sein kann. Carvalho-Leihe wird höchstwahrscheinlich beendet, wieder im Winter. Forsberg ist auf jeden Fall weg. Riesenabschiedsspiel, wie ich finde, gemacht zu Hause zuletzt gegen die TSG aus Hoffenheim. Er geht nach New York, zu Red Bull New York. Also von dem her macht hier Elmas in der Breite Sinn, aber der gesuchte Spieler von Marco Rose ist er meiner Meinung nach nicht. Das heißt, wenn dieser Transfer fix sein sollte, und ich könnte fast davon ausgehen, dass es so ist, dann denke ich, wird noch ein zweiter Spieler zu RB Leipzig stoßen. So, dann schauen wir runter zu Union Berlin und Leonardo Bonucci. Hier könnte sein, dass dieser Transfer direkt wieder beendet wird zum Winter hin. Bonucci nicht wirklich glücklich geworden bisher in Berlin. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite lief es halt sportlich bei den Unionern überhaupt nicht. Also muss man sagen, selbst nach dem Trainerwechsel, ist es schon nach wie vor schwere Kost, was die Berliner da präsentieren. Das heißt, die sportliche Situation ist schwierig. Aber auch neben dem Platz soll es für Leonardo Bonucci nicht optimal laufen. Man muss auch wissen, Berlin, überhaupt Deutschland, beziehungsweise überhaupt Ausland. Erste Auslandsstation von Bonucci und das immerhin im Alter von 36 Jahren. Und dann läuft sportlich nicht, er fühlt sich neben dem Platz wohl auch nicht wirklich wohl. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass auch hier die Zusammenarbeit zwischen Union Berlin und Leonardo Bonucci schon im Winter beendet wird. Angeblich sei der AS Rom interessiert, zumindest gibt es hier ein Gerücht. Genau. Schwierig zu sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er gehen könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Gerade wenn er innerlich so ein bisschen sich verabschiedet hat, macht es wahnsinnig wenig Sinn, dass er weiterhin bei den Berlinern bleibt. So, und dann schauen wir uns die ganz allgemeine Gerüchteküche einmal bei den Stuttgartern an. Und zwar mit Brennglas auf Serhou Guirassy. Lange, viele immer gesagt, Serhou Guirassy erfüllt seinen Vertrag, geht erst im Sommer. Es gab ein Interview nach dem Spiel, wo er darauf angesprochen wurde, wo er sehr ausweichend reagiert und auch gelacht hat, wo er gesagt hat, das ist jetzt die falsche Frage. Seitdem gehe ich davon aus, dass er in der Winterpause weg ist. Und wer will ihm es verübeln? Damals waren auch so die Gerüchte Fulham, Tottenham. Und jetzt, wenn wir reinschauen, haben wir die Gerüchte aus Dortmund. Wir haben ein Gerücht aus Mailand. Und die höchste Wahrscheinlichkeit für mich, Manchester United, fast 50% bei transfermarkt.de. Ich gehe davon aus, dass Serhou Guirassy noch im Winter verkauft werden wird und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er bei Manchester United landet. Und dann muss man mal schauen, wer wird ihn ersetzen. Und da gibt es derzeit zwei Spieler, die ich mal in die nähere Auswahl bringen möchte. Einmal haben wir hier Simon Banzer vom SC Braga, ein unfassbar interessanter Spieler. Den finde ich schon richtig, richtig gut, könnte ich mir auf der einen Seite auch wahnsinnig gut vorstellen. Bisschen attraktiv auf jeden Fall, kommt aus dem Kongo, Silas kommt aus dem Kongo, das heißt, es konnte so ein neues Kongo
mongoliasisches, oh Gott, Sturmduo, Traumduo da vorne drinne werden. Was spricht für mich noch dagegen? Und ich gebe dem Transfer des LDR maximal 50%. Das eine ist, SC Neapel hat Champions League gespielt, ist derzeit noch in der Zwischenrunde, müssen gegen Karabakh Akdam ran. Ob die wirklich ihren Stürmer abgeben, weiß ich nicht genau, stelle ich in Frage. 8 Millionen stelle ich auch in Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen teurer wird. In 14 Spielen in der Liga Portugal 13 Tore gemacht. Das ist schon ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Wert. Von dem her ist mir die Frage wirklich, ob ein Braga ihn abgeben würde. Schon im Winter kann ich mir wenig vorstellen. Und dann muss man beachten, das eine Tolle ist, er ist auch vom Kongo, das heißt Nationalmannschaftskollege von Silas. Auf der anderen Seite ist er aus dem Kongo und Nationalmannschaftskollege von Silas. Und wir wissen alle, Afrika Cup steht ins Haus, die Stuttgarter durch Afrika Cup und durch Asia Cup sowieso maximal gebeutelt. Daher stelle ich doch ein fettes Fragezeichen daran, ob die Stuttgarter sich einen teuren Wintertransfer leisten, der direkt beim Afrika Cup mit dabei wäre. Da will ich doch ein Fragezeichen dran stellen. Und eher das Thema Antonio Sanabria aufmachen vom FC Turin. Ähnliche Preisklasse, anderer Werdegang. Beide sind auch 27 Jahre alt. Beide sind Mittelstürmer. Sanabria kommt aus Paraguay, das heißt, hier gibt es keinen Afrika-Cup. Hier gibt es keinen Asia-Cup. Wenn man sich in seine Leistungsdaten so ein bisschen anschaut, denkt man, was wollen die Stuttgarter mit dem? 2 Tore in 13 Serie A spielen, das ist natürlich viel zu wenig für einen Mittelstürmer. Auf der anderen Seite vielleicht auch deswegen ein bisschen günstiger zu bekommen, beziehungsweise ein bisschen wahrscheinlicher zu bekommen. Bei Turin gerade einiges auf jeden Fall los und es läuft nicht wirklich bei Sanabria. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass dieses Gerücht dann doch realistischer ist als das Gerücht um Banzer. Und wenn wir dann so ein bisschen in die Vergangenheit reinschauen, dann sehen wir letztes Jahr Serie A ebenfalls für eine Neapel gespielt und da sehen wir dann 12 Tore und 4 Assists in 33 Spielen und das finde ich eine auf jeden Fall gute Quote, eine Quote, die den Stuttgartern auf jeden Fall weiterhelfen könnte. Also wenn ich das bewerten würde, dann würde ich eher sagen Sanabria mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, weil ich bei Banzer einfach das Problem mit dem Afrika Cup sehe und seine Leistungsdaten einfach wahnsinnig gut sind. Da würde ich mir die Frage stellen, wirklich, ob Braga ihn abgibt oder nicht. So viel die Transfer-News für heute. Morgen schauen wir uns die neuesten News an, dass ihr wirklich immer auf dem aktuellsten Stand seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Woche. Heute Abend natürlich viel Spaß bei der Bundesliga und dann morgen gibt es das Cooldown am Abend und dann gehen wir steil auf Weihnachten zu. Euch eine besinnliche Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.